stehe hier heute am Marktplatz in Aitorf. Es sind die Kunstpunkte und kunstinteressiertes Publikum ist unterwegs. Und an der Marktapotheke, hier direkt am Marktplatz, habe ich was ganz Interessantes entdeckt. Und gerade auch mit der Künstlerin gesprochen, Manuela Prinz. Denn die baut quasi lebensechte Szenen nach mit kleinen gehäkelten Püppchen. Und ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Also diese Rocker, die tragen dann auch wirklich Tattoos und haben Stoppelbart. Hier haben wir ein paar Surfer. Ja, die haben sogar Piercings. Das ist natürlich viel Arbeit, so eine kleine Puppe. Kostet ja bis zu 100 Euro, aber mir gefallen die sehr gut. Und wen das Ganze an Dinner für Spinner erinnert, damit hat das nichts zu tun. Ich habe gerade mit der Künstlerin gesprochen, sondern sie macht das schon seit vielen Jahren. Und wie man sieht, fallen hier ganz viele tolle Sachen ein. Ja, kommt nach Aitorf zum Marktplatz und schaut es euch mal selber an.